Jo Leute, ich wollte ein bisschen trainieren. Willkommen zurück zu Let's Play The Golden Sun 2 The Lost Age und dann da. Okay, ich habe jetzt nachgeguckt, wie ich an den Djinn komme und wie es weitergeht, aber ich denke mir nur so, what the fuck? Wie soll man darauf kommen? Ihr werdet es auch gleich merken, aber so viel dazu von wegen, wo ist unser erster Merkur-Djinn, aber ja. Da ist unser erster Merkur. Merkur-Djinn, hatte ich doch richtig im Kopf. Ich wollte ein bisschen trainieren, ist nicht sehr viel draus geworden, weil ich einfach nur immer hier hin und her gegangen bin, so im Kreis und irgendwann kam der, aber irgendwie hat noch keiner Level abbekommen, weil die zu wenig Erfahrungspunkte geben. Immer so hier im Kreis, aber naja, gut. Ja, wie auch immer man darauf kommen soll. So, okay. Bin ich jetzt falsch? Hier war nichts, ne? Gut, Orientierung ist da jetzt. Jetzt weiß ich, wo Dorf ist, glaube ich. Da. Da war Dorf. So. Jetzt mal ohne Scheiß. Welcher normale Mensch soll darauf kommen? Der Boden hier ist so weich, ich würde zu gerne versuchen, an dieser Stelle zu scharren. Wie soll man darauf kommen? Ist mal ohne Scheiß. Wie soll man darauf kommen? Einen Huhn Gedanken zu lasern. Ohne Scheiß. Es ist nur die Frage, welche Stelle. Welche Stelle, dummes Huhn? Ja. Komm. Ach, komm schon, wo? Diese Stelle ist ja sehr ausdrucksvoll. Danke. Oh Gott. Leute. Wie soll man darauf bitte kommen? Ohne Scheiß. Hier geht's hoch. Was ist da unten? Entschuldigung, hab Spaten noch drin. Nichts. Okay. Wie soll man darauf kommen, nun Gedanken zu lasern? So kommt man hier nämlich raus und hallo. Ach Gott. Okay, Guss. Senkt gegnerische Verteidigung. Funke belebt einen Freund durch Zuspruch. Sie würde halt nichts Neues lernen, aber ihre Stats steigen erheblich, wie ich finde. So können wir Ether auch mit Cosma verbinden. Und Guss bleibt halt Guss. Oh. Wie soll man darauf kommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß zwar, dass wir ein Gespräch mit dem Huhn hatten, aber... dass irgendwas an dem Huhn merkwürdig ist, aber... Leute, ernsthaft. Gedankenlaser. Ja, sich. So. Und wie es jetzt weitergeht, da auch. Okay? Da denke ich mir auch nur so. What the fuck? Wie soll man darauf kommen? Aber egal. Erstmal hingehen. Alter, warum bekommt keiner noch Level up? Ich habe schon so viel gekloppt. Ohne Scheiß. Warum kriegt keiner ein Level up? Okay. Ach, egal. Jetzt aber Level up, komm schon. Oder kriegen wir einfach zu wenig? Ach, whatever. Wahrscheinlich eh immer zu wenig. So. Ich versuche mich zu beeilen. Die schwarze Kugel wurde ja gestohlen. Die holen wir uns jetzt wieder. Ach, Aaron hieß er. Stimmt, Aaron. Ich erinnere mich. Aaron ist auch hinterhergegangen. Und wir müssen da jetzt auch mit hin. Ja, geht doch. Haltegriff der Klasse Magier wurde erlernt für Cosma, oder? Haltegriff kann man jetzt so erlernen? Nicht mit altem Geil. KP um 7, PP um 3, Attacke um 3, Verteidigung um 1, Geschwindigkeit um 4. By the way, warum bist du so hinterher, Cosmo? Warum? Bist du irgendwann mal gestorben? Wobei, du hast fast gleich
Erfahrung. Warum brauchst du so lange mit Level Up? Janus Level. Oh, what the fuck? Es ist so lange her. Was habe ich da gerade an Item gesehen? Das soll bringen. Hallo Hund. Grab hier, wuff, wuff. Ich wusste ja, dass das irgendwas ist mit dem Hund, aber. Ja. Ja. Danke, Hündchen. Ich wäre da nur irgendwie auch selbst drauf gekommen, gerne. Verdammt. Ich habe da oben was vergessen. Shit. Egal. Muss ich mir merken. Moment, jetzt sind wir wieder hier. What? 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 Okay. Okay. Merke, geht da nicht hin. Na. Danke. Sondern klettere hier rauf. Mensch. Hallo, wilder Affe. Faustwirbel. Angriff steigt, das gefällt mir nicht. Weg mit dir. Autsch, 101 Schaden. Ja. Noch einer? What the fuck? Okay. Speichern. Goldene Mitte. Das war, glaube ich, sogar das Richtige, oder? Ich habe keine Ahnung, was wir mit diesem großen Ding hier machen sollen. Außer nach unten schieben. Nice, okay. Also das war schon richtig. Weil hier hätten wir sowieso hingekommen. Okay, neuer Gegner. Ein Ragnarök auf dich. Ein Strahl auf dich. Und du kannst nochmal angreifen. Ich hoffe, das reicht. 120 und wieder ist reicht. Ich glaube, ich bin etwas overlevelt. Potzblitz, was? Egal. Seiltänzer. Jetzt ist nur die Frage, hätte man da unten was noch holen können? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Wir müssen ja sowieso hier runter, von daher. Ne? Oh Gott, so viele Wege. Hier geht's schon mal nicht weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's schon wieder nicht weiter. Ah, hier. Hier geht's auch. Moment mal. Ah, okay. Nein. Doch, hier. Nice. Schön, dass ich die Felsen runtergedingst habe. Was für ein schöner Zufall. Das würde mich nicht von. Wildwelpe. Was hast du hier zu suchen? Geh ins Dorf Gora zurück. Naja. Normalerweise kenne ich dich immer den falschen Weg. Da muss ich nochmal zurücklaufen und bla. Also, ich habe wirklich nur nachgeguckt bis zum Hund. So, wie komme ich jetzt zum Gym? Oder zur Truhe? Hier kommt man ja irgendwie nicht weiter, oder? Nee. Irgendwie muss man doch hier weiterkommen. Ach, ja, hier. Ich döde. Gut, ich glaube, hier geht das dann eher so in Richtung. Ja, Gin bzw. Truhe. Truhe. Yay, Schlafbombe. Moment, nur in Richtung Truhe. Wie komme ich jetzt zum Gin? Das interessiert mich jetzt. Ich will zum Gin. Alter, lässt du mich da jetzt mal runter? Ich spule schon gar nicht mehr vor. Ey. Schon wieder der Hurricane beim wilden Affen. Okay. Irgendwas sagt mir, den Felsen da muss ich zerstören. Egal, machen wir mal hier ein Safe State. Und gehen zum Gin. Ich hoffe, hier geht's zum Gin. Ich hoffe es sehr stark. Ach, Potzblitz, was du.
Ach nee, sag mir jetzt nicht, ich brauch Hygen. Nice, du haust mir nicht ab. So, ouch, du machst Schaden. Ich hoffe, du bist jetzt tot. Ja, nice. Moment, ich spiele Gen-Kämpfe jetzt auch schon vor. Egal. Sparen. So, was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Also, warum sollte man jetzt hier wieder runter wollen? Nur mal so Interesse halber. Erstmal gucken, was überhaupt Sparen bringt. Erhöht die Attacke aller Freunde. Oh, KP steigen geringfügig vorbei. Ich will mal gucken, es war ja 2 KP mehr. Das, was. Ob das mehr wäre, wenn ich volle KP hätte? Ja. Okay, 9 KP mit voll KP. Attacke auch ein bisschen, Glück auch ein bisschen. Okay, wiederbeleben. Attacke erhöhen. Wer hat jetzt die Verteidigung erhöht? Ferrum, ne? Ja, ja. Gut. Achso, nur um runterzugehen schneller. Okay. Got it. Also mit Aaron kann man hier auf dem Rückweg schon. Wir sind ja auf dem Weg zu Aaron. Muss man ja auf dem Rückweg. Schon hier machen, damit man da hochkommt, was auch immer da unten ist. Das wird man dann ja hoffentlich mehr. Achso, hier hinter durch. Ja, ich wollte schon sagen, wo bin ich jetzt hergekommen? Okay. Ach, Wildwelpe, du kannst nichts. Geh ins Dorf zurück und lerne kämpfen. What? Wieso kommt jetzt hier auch ein Geräusch? Okay. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Wieder mal neu zu erkunden. Ich gucke jetzt mal kurz, wie lange der Part schon geht. Ja, viel zu kurz. Also, gucken wir uns hier doch mal um. Im neuen Gebiet. So, erstmal unten. 1, 2 und 3. So, hier unten ist nichts. Schon mal gut anfangen. Jetzt weiß ich, wo ich nicht hin muss. 1, 2. Nein, die 3 war falsch. Egal. So. Hier ist auch nichts, das heißt, wir können nur nach oben, okay. So, hier ist schon mal was, eine Brücke, aber. Brücken geht man bekanntlich bei mir nicht sofort. What? Uncool. Da ist nämlich ein Dorf. Da hat Isaac, sag ich jetzt schon, Felix ein Level abbekommen. Wohl zu viel vor. Gott, ein Dorf, okay. Was ist sonst noch hier? Weil Dorf erkunden würde nämlich jetzt zu lange dauern für den Part, weil ich ein Dorf gerne in einem Part mache. Deswegen erstmal alles andere erkunden, das Dorf im nächsten Part weitermachen. Hilft sehr. Alter, aber es nervt schon, wenn man wirklich nicht weiß, wie man weiterkommt, aber. Wenn man jetzt so neu erkunden kann, das bringt dann wieder so derbe Spaß. Vor allem irgendwie da Storys hat, neue Sachen sind. Okay. Du hast nichts Neues erlernt. Stalagmit. Du hast auch nichts Neues, dann machst du mal einen Strahl. Du hast Haltegriff. Achso. Das war das und nicht diese Paralyse. Entschuldigung, verwechselt. Blockiert gegen noch schon bisschen Energie, okay. Völlig verwechselt. Yay, Hetzesturm der Klatze, Hexe wurde erlernt. What? Maximale KP um 7, PP um 3, Attacke um 4, Verteidigung um 1, Geschwindigkeit um 4. By the way, da kann man jetzt wirklich mal nachgucken. Was seid ihr überhaupt? Felix ist ein Ritter, Hexe, Magier. Okay, wenn man. Dornen,
Barriere, Schneidewind, Barriere, was auch immer, Giftheilung. Ja, habe alles verwechselt. Schwerttaktiker oder was auch immer. Stimmt, ich wollte nämlich eigentlich noch in 1 die ganzen Kombinationen. Was ist das hier? Berge von Kibombo. Okay, das heißt, hier müssen wir hin. Weil das dann wahrscheinlich zu Kibombo geht. Allerdings... Hitzesturm. Allerdings werden wir zuerst Dorf erkunden und dann, was auf der anderen Seite der Brücke lauert. Ich sag dann... Naja, wobei, ist doch etwas früher eigentlich, oder? Okay, wir gucken uns das Dorf noch an. Wir gucken Dorf uns noch an. Gut, die hier geben wenigstens wieder Erfahrungspunkte. Naribe. Okay. Wahrscheinlich eh falsch ausgesprochen, aber egal. Seit jedem Tag Edelsteine vom Himmel gefallen sind, bla bla bla, Kreatur. Waffe. Psyenergie-Egel. Alte Cosma, du bist schwach. Gehen wir. Ja. Ach, komm schon. Danke. Spieleticket an Cosma. Alter, ich kann mir jetzt nichts mehr kaufen. Verkaufen, Alter. Riesenklaue. Du hast ein Heilkraut. Glückspfeffer und so weiter sollte ich mal einsetzen. Spieletickets sollte ich umgeben. Waffe sollte ich auch mal einsetzen. Also was hast du zu kaufen? Langschwert. Dolch. Breitaxt. Du hast gar nichts zu verkaufen. Okay. Dann wollen wir jetzt erstmal die ganzen Items verwenden. Apfel, versteckte Attacke, Felix. So. Glückspfeffer, heb Glück an. Gem. Ändert die Klasse. Pierrot, was? Vielleicht nicht. Spieleticket geben. Wenn ihr weißt, was die wie man die Karte am besten benutzen kann, die Klasse, womit man die Klasse ändert, könnt ihr es mir gerne sagen. Ich würde es nämlich nicht gerade tun. Synergiestab, Gerben. Ja. Du hattest gesegnete Ank. Geben. Eine Attacke stärker. Okay, dann wäre die Waffe, die man kauft, eigentlich besser, aber lassen wir mal. Lassen wir mal. Du da. Einfach mal so durchgehen. Für 2 würde ich das nicht unbedingt machen. Da schon, ja. Ja, auch verkaufen. Ja, Spieleticket an Cosma. Thank you. Bei dir geht's auch. Für 135 Münzen, ja. So, Spieleticket auch an Cosma, bitte. So, hell. Ach komm, wir haben genug Geld erstmal. Erstmal. Es geht sehr schnell weg, das weiß ich aber. Erstmal. So. Jeder Punkt Verteidigung ist nice. Gut. Pass auf, jetzt sind Artefakte da, die ich hätte eher holen sollen. Nee. Verkaufen. Du hast da was, ist das? Kettenpanzer verkaufen. Urteil der Felsen. Ich will die irgendwie nicht verkaufen, aber irgendwann werde ich es eh tun, weil ich will nicht Platz haben und mich ständig darüber aufrege.
Stirn mal verkaufen. Düsternis, das kann man jetzt verkaufen. Zwei Rauchbomben. Schlafbomben kann man auch verkaufen. Das braucht kein Mensch in diesem Spiel. Rauchbomben schon eher, aber ne. Schocker. Brauche ich alles nicht mehr. Okay. Was war jetzt das denn für eine Axt? Ach ne, Keule war das, okay. Das hattest du vor dem Anker, okay. Gegengifte geben. Geben wir mal dir. Jo. Pass. Gut, hallo. Du kannst in die Zukunft sehen, dann zeig mal. Voll in die Zukunft sehen. Was hast du denn hier denn? Artefakte. Oh, nichts. Ah, in. Aber zuerst Seiltänzer. Jo, nu. Ah, man kann runterklettern. Jo. Dornkrone. Okay. Mal gucken, wer das tragen kann. Hebt Attacke. Bisschen Attacke, ne? Moment, wie viel erhöht das an Verteidigung? 15. Nicht mal 15, sondern 11. Und dann noch weniger. Okay, kriegt eindeutig eher. Ist der Bronzehelm aber wieder umsonst gewesen? Naja, wohin. Man kann ja nicht alles haben. Gut. Da ist was. Oh Gott, habe ich doch gerade verkauft. Lasst mich in Ruhe. Kann man das hier auch wieder verkaufen? Danke. Den hier kann man dann auch gleich wieder verkaufen. So. Und Leute, jetzt würde ich aber sagen, wir gucken uns hier weiter im nächsten Part um. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss. Es geht endlich weiter.